Grüß Gott zu einer neuen Minutenpredigt heute am Fest der Erscheinung des Herrn, Epiphania Domini, wie es auf Lateinisch heißt, auf Deutsch einfach Erscheinung des Herrn. An diesem Tag wurde früher und wird auch heute wieder das angekündigt, was uns im ganzen Jahr erwartet. Ich habe das mitgebracht, nämlich die Festankündigung an Epiphanie für das Jahr des Herrn 2019, wie es heißt. Früher hatten ja die Menschen keine großen Kalender, hatten die Menschen keine Smartphones, hatten die Menschen keine, ja auch Berechnungsmöglichkeiten, in denen sie ganz schnell wussten, wann welches Fest wie und wo gefeiert wird. Und so war es die Aufgabe auch am Anfang des Jahres den Menschen weiterzugeben, wann denn welche Feste zu erwarten sind. In dieser Tradition stehen wir auch heute noch. Und so heißt es im Grunde, dass diese Festankündigung letztlich für das Jahr 2019 bedeutet, dass wir Ende April Ostern feiern werden, dass wir im Juni Christi Himmelfahrt und damit auch unsere Andechswallfahrt begehen werden, wann Pfingsten sein wird und wann auch andere bewegliche Feiertage wie das Fronleichnamsfest gefeiert werden. Das Wichtige dabei ist eigentlich nicht, dass der Termin dann stattfindet, denn das kriegen Sie ja heutzutage schon, wie gesagt, aus Ihren Smartphones, aus dem Internet oder aus den Kalendern, die jeder dann auch noch bei sich tragen mag, mitgeteilt. Das Wichtigste dabei ist, dass es Feste gibt, dass dieses Jahr von Gott begleitet wird, von Gott geprägt wird. Dieser Aufforderung, sein Leben von Gott begleiten, prägen zu lassen, sind damals die Sterndeuter aus dem Morgenland nachgekommen. Die haben ihr Leben so gedeutet, dass die Sterne ihnen gesagt hat, da ist Gott unterwegs zu den Menschen, der prägt euer Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es nicht verlernen, Ihr Leben auch von Gott und von dem Glauben prägen zu lassen. Es fehlt uns was, wenn wir das nicht tun. Und wenn es nur ein Fest ist, in dem wir mal zur Ruhe kommen. Aber es ist ja eigentlich mehr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich an diesem Festtag, wie die Weisen auf dem Morgenland, auf diese Entdeckungsreise machen können, wo Gott Ihr Leben begleitet, wo Gott Ihr Leben prägen möchte und dass Sie es prägen lassen. Es wird nicht schlechter werden dadurch. Gesegnetes Epiphaniefest.